Kriegst als erstes das und als zweites das. Was? Mehl? Okay. Ja, ich muss ja noch meinen Demand und so einstellen. Stellen wir mal 50 hiervon und 50 Nahrung und 50 Gold ein. Dann hat er was zu tun. Gold. Ja. Gut. Meine ersten Schwertkämpferchen habe ich. Du kannst trainiert werden. Bier. Bier. So, wow, er liefert alles auf einmal. Ja. So, wir haben schon mal einen kleinen Trupp. Der allerdings größer werden muss noch. Ja, wir haben jetzt knapp die Hälfte der Schwerter aufgebraucht. Wir kommen heute nicht mal in dieser Aufnahmesession zum Angriff. Weil es halt einfach dauern wird. So, noch ein Schwertkämpfer. Ist fertig. So, und Leute fangen an, erwachsen zu werden. Du bist hungrig, dann geh essen. Wirst du wahrscheinlich auch gerade machen. Ganz einfach, ganz ehrlich, kann ich nicht einfach alle Zivilisten oder so anwählen? Ja, wie? Ja. Ja. Verstaut? Ja. Jo. Ja. So, schicken wir alle mal wieder da rein. Verstaut. Ja, will? So, dir fehlt Gold, dass du zum Schwertkämpfer
nur 3 hören kannst. So. Forced out. So, Gold kommt rein hier. Das ist gut. Du bist auch erwachsen. Das ist auch gut. Ja, Nahrung wird hier mehr, Bier wird hier mehr, Gold wird hier mehr. Ich bräuchte jetzt meinen Träger von hier, der mir mal wieder den Goldsucher macht. Ja, überall läuft jetzt alles rund. Schwertkämpfer upgraden. Mit Bier ausrüsten. Kaserne verlassen. So, wir sind schon unter der Hälfte an Schwertkämpfern, die wir brauchen. Alle gut mit Bier ausgerüstet. Machen wir sie schon mal alle zu Schwertkämpfern. Ah ja, und tun sie mit Bier ausrüsten. Ja, man merkt, wir brauchen Gold. Ja, zum Glück durch das Bier und dadurch, dass meine Schwertkämpfer hauptsächlich rumstehen, geht ihre Nahrung nicht so schnell runter. So, Gold wird weiterhin fleißig produziert. Sollten die Indianer jetzt auf die blöde Idee kommen, uns anzugreifen, sie werden definitiv schon mal überlegen. Weil so stark können sie uns nicht angreifen, wie wir jetzt schon Truppen haben. Könnten sie schon, aber sie werden es wahrscheinlich nicht machen. So schlimm ist die KI nun auch wieder nicht in dem Spiel. Ach, Geschirr bräuchten wir mal wieder. Ja, ja. Oh, und Möbel. Wie sieht's bei Schuhen aus? Wäre auch mal wieder was zu machen. Also ja, das Außenlager hilft sehr gut, um alles zu beschleunigen ein bisschen. Auch, dass sie hier Nahrung kriegt.
um die Jungs zu versorgen. So, du stellst gleich mal nochmal 9 her. Du stellst schön Schuhe her, du stellst hoffentlich Geschirr her. Und wenn ihr jeweils 9 gemacht habt, macht ihr nochmal 9. Ganz einfach. Okay, der nächste Stufe 3 Schwertkämpfer. So, du kannst sie da Holz fällen. Ja, da unten ist das Gold alle. Ist jetzt alles hier drüben schon oder wurde verarbeitet, in Anführungszeichen. Gut, da wir jetzt nur noch 3 hier gerade bei der Beförderung haben. Ja, du bringst nur Bier und Nahrung gerade, weil einfach kein Gold gerade da ist. So, du nochmal 9 Schuhe. Das heißt, wir können den nächsten Kinderschub machen. Nicht du, dich. So. Kinder sind wieder unterwegs. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Ja, ja. Also kannst du wieder Steine klopfen. Ja. Das ist jetzt der letzte volle Kinderschwall. Eins fehlt noch. Ja, da ist das letzte. Gut. Ja, die müssen jetzt leider das Gold vom Erzeuger direkt holen. Was aber auch kein Problem für die zwei zu sein scheint. Ja, nächste Alternative wäre extra für den Goldschmied hier oben noch ein Vorratsset hinbauen, dass er direkt aber daraus wird wahrscheinlich in der Aufnahmesession eh nichts mehr. So, nur noch ein einziger Schwertkämpfer ist im Augenblick übrig.
Das wäre jetzt dann mal die gute Gelegenheit. Achso, mein Schuster hat noch die Warenmenge hergestellt. Das wäre dann mal die gute Gelegenheit. Die gute Gelegenheit, einen Cut zu machen. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.